Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Transportfieber und wir schreiben das Jahr 1905. Ja, es geht weiter und ja, ihr seht schon, Maximus hat immer noch nicht mehr Geld. Die Züge, na, schauen wir mal. Ja, das ist nicht so optimal, aber wir werden uns heute um den Gütertransport kümmern. Und da habe ich hier oben was Schönes gesehen, und zwar oben in Rostock und Hamburg. Hier ist Rostock und hier gibt es eine Farm. Unsere kleine Farm, wo halt ja, Getreide und Vieh hergestellt wird. Des Weiteren haben wir hier, die brauchen das, um Brot herzustellen. Und das würden wir dann nach Rostock bringen, weil Rostock hat Hunger. Und ihr seht, da ist nichts. Das ist heute unsere große Aufgabe. Wie wir das jetzt bewältigen, das werden wir sehen. Ich werde erstmal wieder Geld aufnehmen, so viel wie es geht. Wir sind ja hier in diesem freien Modus und ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbekommen. Okay, wir machen mal Pause. Und als erstes werden wir ein Stück Straße hier bauen. Oh, komm her. Weil hier werden wir unseren ja, Bahnhof hier hinsetzen. Okay, Bahnhof, Güterbahnhof. Und dann drehen wir die ganze Sache. Ich hoffe, dass wir das auch alles richtig machen. Und den Güterbahnhof werden wir gleich ein bisschen hier rüber, dass wir so viel wie möglich Häuser mitnehmen. Naja, gut, alles klar. Weil hier oben ist das Industriegelände oder Gebiet. Und wir werden diesen Bahnhof auch gleich aufrüsten auf zwei Gleise. Na, auf zwei Gleise, habe ich gesagt. Muss ich ja natürlich auf Bestätigen drücken. Okay, haben wir gemacht. Jetzt, ihr wisst ja, da gab es immer die Probleme mit den ganzen Straßen früher. Sollte eigentlich jetzt nicht mehr probieren, aber ich habe das irgendwie so drin. Und jetzt bauen wir die Straße wieder zurück. Oh, funktioniert. Ja. Jetzt werden wir hier oben unserem Bahnhof hinsetzen. Ihr seht schon, dass das Gelände so ein bisschen bergig ist. Da könnte es durchaus ein paar Probleme geben. Deswegen setzen wir das einfach mal hier so eine Straße ran. Den Bahnhof werden wir jetzt hier hinsetzen. Und der Bereich wird auf jeden Fall abgedeckt. Gehen wir weiter weg? Nee, doch, wird abgedeckt. So. Auch aufrüsten auf zwei Gleise. Yes, we can. Okay, jetzt haben wir das Problem. Das Gelände ist ein bisschen, naja, uneben. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwie ohne großartige Probleme hier rüberkommen. Ah ja, läuft. Da werden wir eine Stahlbrücke nehmen. Und dort hinten, denke mal, werden wir eine. Oh, das klappt mit den Straßen hier rüber. Schön. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Eieieiei. Weil wir müssen hier oben hin. Mal Steinbrücke. Ja, funktioniert. Super. Na, aber. So, hin. Stahlbrücke. So, dann haben wir ja gleich zwei Abschnitte gemacht. Ach so, habe ich falsch angefasst, ne? Hier vorne. Und wir geben ordentlich Geld aus. Macht nichts. Wir haben es ja. So, hier vorne noch eine Weiche. Weil ihr wisst ja, ich möchte so gerade reinfahren. Hier vorne soll, falls ein Zug kommt, halten. Und dann fährt er hier wieder raus und nimmt das andere Gleis. So habe ich es geplant. Und jetzt müssen wir natürlich hier oben hin, um unsere ja, Ware überhaupt erstmal zur Verarbeitung bringen. Ne? Jetzt schauen wir mal. Wir brauchen einen Bahnhof. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas hinkriegen, wo es... Nee, am besten ist immer gleich so einen kleinen Weg erstmal bauen. Wir reißen den Rotz mal ab hier. Das ist ja...
Wir machen mal einen moderneren Weg. Na, die Kurve will er nicht. So. Alles klar. Ah. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir den Bahnhof hinkriegen. Ist auf jeden Fall noch im Einzugsbereich. Da ist aber das Gelände zu uneben. Hier würde es hinhauen. Da müssen wir mal schauen, ob wir... Machen wir mal hier. Wir müssen aber erstmal die Straße noch ein Stück bauen, um zu sehen, ob das überhaupt hinhaut. Ob überhaupt der ein... ja, doch. Das passt noch. Ah, die Krümmung zu doll. So. Und wieder aufrüsten. Zweites Gleis dahin, bevor wir dann nachher wieder loslegen. Und jetzt die Schienen. So, schauen wir mal. Ach je. Das wollen wir ja nicht, dass der so weit noch. War ja unnötig teuer hier. So, sollen wir eigentlich hin? Ah. Wir gucken mal, was der uns vorgibt. Sollte man eigentlich nicht so bauen. Wenn er uns das so vorgibt. Heieieiei. Heieieiei. Naja, das will ich eigentlich nicht so haben. Und hier ist irgendwie... nee, das will ich nicht. Hier geht der automatisch schon ein bisschen runter. Das ist besser. Naja. Lassen wir mal aufschütten, ne? Können wir nicht ein bisschen weiter runter gehen? Was ist, wenn ich so mache? Ah, das ist ja noch besser. Aber will er nicht. Steigung zum Groß. Ei. Blöd. Das ist blöd. Ein bisschen hier so rüber, so. Ah ja, da ist die Straße ein bisschen aufgeschüttet. Das ist nicht so wild. So. Jetzt, komm. Komm her. Das Gleis. Und jetzt haben wir richtig viel Geld ausgegeben. Und, ne. Alles klärchen. Wir haben es geschafft. Und das bedeutet, wir werden natürlich auch hier so ein Gleis hinsetzen. Und auf der anderen Seite... Aber das Signal werden wir hier vorne und das auch hier hinsetzen. Okay, dann bräuchten wir nur noch hier ein Signal hinsetzen. Aber erstmal will ich die Schiene machen, weil manchmal dauert es ja. So, Signal. So, jetzt fehlt uns auf jeden Fall nur noch eine Sache, weil die Züge fehlen. Na gut, dann machen wir den letzten Schritt und dann werden wir mal schauen, welchen Zug wir uns dann besorgen. Oh. Hier ist ja alles ganz schön... ganz schön in die Wildnis reingebaut hier, ne? Ne, 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 so will er es nicht. So. Ah, will er da ran jetzt? Komm. Krümmung zu doll. Ah, die Krümmung zu doll. Dann machen wir es halt so rum, ne? Okay. Das bedeutet, wir müssen hier noch was machen. Dass sie gar nicht ohne zu gucken einfach hier rüber prügeln. Und... Ich denke mal, das reicht erstmal so, ne? Naja, wir könnten natürlich noch mehr Signale und sonstige Sachen machen. Aber jetzt. Jetzt haben wir unsere Linie. Also, wir wollen Getreide und Vieh zur Verarbeitungsfabrik bringen, hier oben. Und dann die Lebensmittel nach Rostock. So ist der Plan. Und...
Wir werden jetzt eine neue Linie machen, natürlich. Ich nenne das einfach mal ach so, erstmal weg hier. Da. Zug 01. Habe ich jetzt? Ja, gut, alles klar. So, Güterzug 01. Welche Farbe machen wir für Güter? Wir machen mal wieder dunkelblau oder? Doch, könnten wir eigentlich die Linie. Ja, lassen wir das. Die Farbe. Und jetzt sagen wir, du sollst von hier dorthin und dann nach Rostock die Ware abgeben. So. Haben wir geschafft. Und jetzt bin ich ja gespannt. Wir machen mal wieder ein bisschen weiter, dass hier ein bisschen Leben in die Bude kommt. Und eine Sache, dass das Ambiente hier stimmt. Ich habe ja gesagt, immer wenn ich hier ein bisschen spiele, will ich noch ein paar Bäume pflanzen. Das müsst ihr jetzt abkönnen. Oh, Maximus hat den grünen Daumen. Na ja, gut, alles klar. Den lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das ist eine Dampflok. Was soll da passieren, außer brennen? Okay, zukaufen. Lokomotiven, Wagen, Lokomotiven. Und die hat 1360 PS. Guckt euch mal den Unterschied an. Das ist mehr als das Doppelte gegenüber der Bahn. Das sind ja Riesensprünge, ja. Gut, alles klar. Wir kaufen diese Lokomotive. Ganz schön teuer, ne? Wenn ich jetzt überlege, hätte ich auch. Okay, Wagen. Jetzt. Triebwagen haben wir noch nicht. Jetzt sagen wir Güter. Und wir haben Baumstämme, Stahl, Bretter brauchen wir nicht. Hier ist Rohöl, Kohle, Eisen, Stein, Getreide, Schlacke. Und hier Vieh, Lebensmittel. Okay, wir werden. Es wird ja Vieh transportiert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und der Linie. Ach, habe ich das gar nicht geändert? Ach, ich hätte aufdrücken müssen. Da kommt sie, die neue Lok. Unsere erste Güterzuglok. Da müssen wir erstmal ein Fotochen machen. Wie sie hier rausfährt. Herrlich. Schönes Gefährt. Alter, fahren wir mal ganz kurz mal mit, ne? Da schippt da ordentlich rein, ne? Ganz alleine. Alles offen. Und wenn sich das dann alles so ein bisschen eintaktet, dann denke ich mal, wird auch hier dieser Bereich Plus machen. Mal gucken. 100 ist Höchstgeschwindigkeit. Mal sehen, ob die Bahn überhaupt 100 schafft. So. 70 haben wir jetzt geschafft, aber Berg runter. Ich denke mal, da könnte durchaus was werden. So. Noch nichts am Bahnhof angekommen. Ja, passt alles so. Und dann dreht sie um und fährt gleich los, weil nichts gelagert ist. Und jetzt versuch mal die 100 zu bekommen. Eigentlich müsstest du ja schneller als 100 fahren können, ne? Man geht ja bergab. Jetzt werden wir auch noch alles ein bisschen bepflanzen und ein bisschen hübscher machen. Ah. Finanzen. Naja, macht erstmal Minus. 80 haben wir. Ach so, bestimmt begrenzt durch irgendwelche Anhänger. Ja, das kann sein. Mehr als 80 will er nicht. Okay, dann ist das erstmal so. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass
ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr da investieren müsste, um zwei Züge da fahren zu lassen. Aber die kostet 2 Millionen und das ist echt ein bisschen. Kann ich überhaupt noch Geld aufnehmen? Nein, ich habe 30 Millionen schon aufgenommen und bin jetzt schon im Minus. Oh Gott. Na, das kann ja das werden. So, die machen ihr Geschäft. 27 Personen. Macht aber Minus. Warum das? Und der macht auch Minus. Ach ja, je. Warum das? Bin ich dann so dämlich? Kriege ich das nicht mehr hin? So, wir müssen mal schauen. Bei den Linien. Also, Eisenbahn. Linie 1, natürlich macht sie Minus. Die macht. Oh. Oh je. Warum macht die so doll Minus? Bei den Straßen, die machen auf jeden Fall Plus. Ich denke mal, ich muss jetzt noch ein bisschen auf Straßen machen, weil ihr seht schon, ne? Die Busse geht eigentlich. In Köln funktioniert das nicht ganz so. Vielleicht sollten wir in Köln noch zu viele Busse machen, dass der Takt ein bisschen geringer ist. Genau. Wir werden mal in Köln noch einen Bus. Ich weiß jetzt nicht, welcher Takt am besten wäre. Ob man vielleicht 30 Sekunden Takt oder Minuten. Wir werden aber hier in Köln nochmal zwei Busse hinsetzen. Und ja, pass auf! Busse, da haben wir was Neues. 25 km/h kann 8 Personen und komm, kaufen wir zweimal. Ach so, die wollte ich ja so rot machen. Und der Linie Köln zuweisen. Hier ist ein gelber, den werden wir mal umändern in der Farbe. Wir sind ja nicht in Berlin. So, ich muss mal überlegen, wo waren hier nochmal Farbe umändern? Wo waren das nochmal? Ach, hier. So, alles klar. Köln hat auf jeden Fall jetzt eine neue Busse. Und die werden schon ihre Arbeit machen. Ja, schauen wir mal. Oh, guck mal. Wir haben unseren ersten. Und das wird schon mal angezeigt, dass wir Vieh und Getreide hier schon haben. Das ist doch optimal. Schön. Pass auf, wir werden in dieser Linie noch einen Zug hinsetzen. Zukaufen und da brauchen wir nicht den teuren Zug holen. Der war die Anhänger. Ach na, die fährt ja nur 60. Ah, verdammt. Die werden sich dann gegenseitig wahrscheinlich aufhalten. Also das ist ein zu großer Unterschied jetzt zwischen 60 und 100 sind 40 km/h. Nee, das lasse ich. Ich muss irgendwo eine Einnahmequelle finden, die jetzt noch ein bisschen mehr bringt. Aber wir können ja mal schauen. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Wir werden ja das nächste Mal vielleicht 1908 oder 10 mal loslegen. Mal sehen, wie lange wir überhaupt das spielen. Nicht, dass wir gleich pleite sind. Wir machen nämlich. Gut, wir haben 2009 9 Millionen ausgegeben. Hier brauchen wir nicht anhalten normalerweise, weil passiert noch nicht viel. Aber jetzt haben wir hier. Oh ja. 13, 13. 26 gesamt. Wie viel kann der überhaupt nehmen, der Zug? 16, 16. Ach, herrje. Dann ist er ja bald. Sechzehn, sechzehn, komplett voll. Warte mal, der Bahnhof hat jetzt schon wieder eins. Das würde eigentlich so hinhauen. Dann müssen wir noch eben abwarten, weil dann können wir die Waren nämlich dorthin bringen. Wie viel hat der Zug? Der könnte durchaus Plus machen. Ah, komm. Finanzen. Das werden wir uns jetzt mal beobachten. Also. Und wenn das nächste Mal hinfährt, dann sind die Sachen, die er dann hier hingebracht hat, aber jetzt noch nicht, sind die auf jeden Fall verarbeitet. Und der rauschte lang hier, ja, mit 80. Wie schnell fährt sie hier? Naja,
Es war schon gut, dass ich die Power Lock genommen habe. Und jetzt, komm, lade ab. Schön. Und jetzt, da sind sie. Da, ja, schön. 8 Produktion, 10. Und dann sieht man, was da im Lager ist. 8, 16. Produktion 10. Und das läuft doch. Oh, Getreide brauchen die. Die brauchen auf jeden Fall ganz schön Getreide. Eieieiei. So, dann ist gleich die Produktion zu Ende. Eieiei. Oh, hat er. Ist er schon wieder da hinten? Ach nee, der ist erstmal da hier halten. Das gibt denn irgendwann mal, müssen wir hier mehr noch einen Zug hinsetzen. Jetzt reicht es noch, weil die Produktion noch nicht so hoch ist. 13, 17 Getreide. Oh, habe ich einen längeren Bahnsteig genommen? Was habe ich überhaupt vom Bahnsteig genommen? Aufrüsten? 160 Meter, dann hätte ich ja durchaus noch einen Anhänger ranmachen können. Weil Getreide? Auf jeden Fall. Noch 2 Getreideanhänger ran. Oder 3. Das werden wir ja auf jeden Fall noch machen. Das machen wir noch. Wenn der hier losgefahren ist, nochmal schnell ins Depot. Schnell Getreideanhänger ran und dann geht's los. Und hier werden sich gleich die Produkte stapeln. Außer die werden wieder in die Stadt gebracht. Ich hoffe mal nicht. Komm, Zug. Oder habe ich einen falschen Anhänger genommen? Zack, 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 lädt er ab. Viel Getreide. Sag mal, habe ich da irgendwas Falsches dran gemacht? Der soll doch... Wer soll er denn hier die Güter mitnehmen? Also das Brot. Hä? Hat er irgendwas Falsches verstanden? Pass auf, wir fahren ihn jetzt erstmal wieder rein. Kurz anhalten da. So. Alles klar. So. Ab ins Depot. Alles klar, jetzt wollen wir mal schauen im Depot den Zug an. Oh, schauen wir mal, was sind das jetzt für Zug oder sonstige Sachen? So, Güter. Wir haben, der macht doch hier viel Kunststoff, ne? Lebensmittel, Waren. Lebensmittel, na macht er doch. Pass auf, wir werden noch 2 solche, wir können ja 160 Meter. Wir werden jetzt noch 3 solche Sachen, 1, 2, 3. Und jetzt werden wir explizit, die machen wir extra gelb, für Lebensmittel. 4 kann er nehmen und da kaufen wir auch noch 1, 2, 3. Und jetzt werden wir wieder der Linie hinzufügen und Attacke Hü. Jetzt haben wir einen megamäßig langen Zug. Alter Schwede. Und wie viel bleiben jetzt hier? Oh, guckt euch mal an. 4, 25, 30, 55. Ey, ey, ey. Meter. Ich könnte noch ein paar Anhänger ran machen. So, Lebensmittel. Eieieiei. Ey, wenn das läuft... Warte mal, macht der überhaupt schon Plus, der Zug? Ne, er macht... Hier hat er Plus gemacht. Ah je, der macht wirklich Plus. So, jetzt Attacke, komm. Zeig mir. Wie viel Geld er jetzt macht. Die
Nicht, dass die hier die ganzen Waren in die andere Stadt hier bringen und dann sage ich mir, na toll. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Werde Millionär ohne Schulden. Hä? Ja. Wieso nimmt denn der keine Lebensmittel mit? Der soll er hier abladen. Keine Ahnung, warum der das nicht macht. Ist der doof? Der macht auf jeden Fall Plus. Warum nimmt der denn keine Lebensmittel auf? Obergrenze erreicht. Ja. Ist der doof? Pass mal auf, wir machen das anders. Ja, nee, wir machen das beim nächsten Mal. Ich sehe schon, das ist ja schon wieder. Ja, wir werden das nächste Mal hier noch einen LKW hinfahren und dann soll er Hamburg mit Lebensmitteln beliefern. Warum der das jetzt hier nicht macht, ich weiß es nicht. Ich werde hier den LKW-Standort hinbauen. Ja, genau. Ja, ich mache erstmal einen Fisch. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier mit unserem. Ja, wir machen langsam. Bereiche, Cargo, Transport und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.